16. April 1917. Emil war immer noch krank. Doch der General brauchte jeden Mann, der stehen konnte, um seine Großoffensive zu beginnen. Wieder einmal war es die alles entscheidende Schlacht, die das Ende des Krieges herbeiführen sollte. Wie so oft. Ja, schrei noch ein wenig lauter rum. Der Krieg ist bald vorbei, auch für dich. Ja, herzlich willkommen zu Violent Heart. Karl haben wir wieder übernommen und wir sollen die Soldaten zum Kommandanten schicken, damit der Kommandant sie ins Schlachthaus führen kann. Aber wir schauen uns erstmal die geschichtlichen Hintergründe an, bevor wir den dritten Mann losschicken. Text von It's a Long Way to Tipperary. Es ist ein weiter Weg nach Tipperary, es ist ein weiter Weg. Es ist ein weiter Weg nach Tipperary zum süßesten Mädel, das ich kenne. Auf Wiedersehen, Piccadilly auf Bad Leicester Square. Es ist ein weiter Weg nach Tipperary, aber mein Herz ist bereits dort. Ist ein ziemlich bekanntes Lied eigentlich. Also wenn ihr schon irgendwelche Kriegsfilme oder so schon mal gesehen habt, dann kann es schon mal sein, dass die Briten diesen Song da in dem Film geträllert haben. Was wollte ich noch? Genau, historische Fakten wollte ich mir eigentlich angucken. Offensive am Chemin des Darms. Angesichts seines Erfolges in Verdun wollte General Nivelle im Frühjahr 1917 eine Großoffensive mit Schwerpunkt am Chemin des Darms nördlich des Eisenetals beginnen. Seit 2 Jahren befand sich dieser Höhenzug in deutscher Hand. Die Stellungen waren stark befestigt und es gab ein sehr effizientes unterirdisches Gangsystem. Am 16. April 1917 wurde zum Angriff geblasen, der jedoch schnell stecken blieb. Innerhalb von wenigen Tagen starben 200.000 Mann. Auf französischer Seite kam es daraufhin zu Meutereien. Diese fehlgeschlagene Offensive wurde zum Symbol für die sinnlose Gewalt des Grabenkrieges. Spionage und Aufklärung. Der Macht von Information und Desinformation war sich die Generalstäbe auf beiden Seiten schon früh bewusst. Fesselballons, Zeppeline und Flugzeuge überflogen feindliches Gebiet und hielten Truppenbewegungen fest. Im Hinterland wurden Jagd auf Spione gemacht. Man versuchte außerdem, die Oppositionsbewegungen des Gegners zu unterstützen, um Stabilität der feindlichen Staaten zu erschüttern. So halfen die deutschen Militanten ihren und trugen zur Oktoberrevolution in Russland bei. Die wohl berühmteste Spionin dieser Zeit war Matahari. Ja, und das mit Spionage und Aufklärung, das ist ja heute noch so. Brauchen wir nur mal die Zeitung auflesen, was zur Zeit so abgeht. So, tut mir leid, dass ich dich da hinschicken muss. Ja, Kommandant hat gesagt, ich soll euch alle holen. Damit wir jetzt wahrscheinlich im Kollektiv draufgehen. Wieso hat Emil eigentlich immer nur diese Schippe da in der Hand? Anscheinend doch ein Pazifist. Ja, ja. So. Ja, super, ey. Und jetzt? So, jetzt aber schnell, immer nicht, dann, wenn er nicht schießt. Okay, schaut so aus, als wären wir erstmal in Sicherheit. Es liegt nur unten schon wieder rum. Brief eines russischen Offiziers. Meine treue Frau Elena Kostaninova. Durch Gottes Gnaden lebe ich noch, wir kämpfen immer noch, aber nichts ist, wie ich dachte. Der Schlamm ist überall und die Kämpfe sind kräftezehrend. Meine Männer sind erschöpft und ich kann sie kaum zum Kampf motivieren. Irgendwie haben sie erfahren, was vor sich geht und sie wollen alle nur noch nach Hause. Wie geht es dir, bist du sicher? Dein liebender Mann, Nikolai Alexejewitsch. So, weiter geht's. Und jetzt?
Das war natürlich nicht so gescheit, dass ich dem hinterher gerannt bin. Naja, schrei nur rum, du Depp. Gabit. Komm, Kamerad. Schnell. Wir warten jetzt noch einmal ab, wenn die Männer gefeuert haben. Na. Und dann werde ich in Richtung Drahtzange gehen. Komm, aufmachen. Ja, schon wieder, ey. So, jetzt schnell. Wir graben uns jetzt durch. Wahnsinn. Was die Soldaten alles damals durchmachen mussten für den ganzen Schmarrn. Wo ist denn eigentlich der Offizier geblieben? Feige Ratte. Auf geht's. Komm, das schaffen wir bis zur nächsten Deckung. Oder auch nicht. Wahnsinn. Da waren wir zu optimistisch, oder war ich zu optimistisch? Ja, machen wir schrittweise. So, da liegt wieder was. Ja, schnell weiter. Und das schauen wir uns jetzt erst mal in Ruhe an. Russische Erkennungsmarke. Die russische Hundemarke war sechseckig und wurde vom Bataillon an die Soldaten ausgegeben. Die Russen an der Westfront erhielten hölzerne Behältnisse, um ihre persönlichen Papiere aufzubewahren, aber das Behältnis diente eher dazu, die Streichhölzer trocken zu halten. So, und jetzt gibt's ja nochmal was? Ne. Oh, schon wieder MG-Feuer. Glück gehabt. Es war kurz vor knapp. Oh, da hinten durch? Ne. Wir müssen immer noch. Ach. So. Barriere vernichten. Oh, sind da noch Granaten hier. Müssen wir da wieder buddeln? Wir müssen nur geradeaus durchstechen. Ich glaube, wir müssen geradeaus durch. So. Wir müssen doch durch, oder? Das ist ja... Bloß kein Fehler machen. Muss ich mal ganz kurz die Luft anhalten, weil das war ja schon ein bisschen haarig hier. So, da geht's nicht weiter, da gibt's auch nichts zu entdecken. So, und jetzt? Oh, da ist wieder ein Kamerad von uns. Den holen wir raus. Komm. Ich zieh dich da in den Bunker. Oh, die fahren schon wieder die Stellungen auf. Da. So, die Feuer geht schon wieder los. Ja, und jetzt? Ja, da ist er wieder. Die ganze Zeit hat er sich hinten rumgedrückt. Feige Ratte. So, wir sind zwar jetzt wieder zu dritt. Wir müssen auf jeden Fall hinter den. Ja, hinter den Toten uns verstecken. Du Scheiße. Hinter den Toten uns verstecken. Ein Stück uns selber. Wahnsinn, ey. Stapeln sich die Toten.
Weg, weg. Leck, ey. Das war aber auch wieder haarscharf. Ein Ring. Ring eines Soldaten. Aluminiumring. Handgefertigt von einem Soldaten. Soldaten fertigen oft Ringe aus wiederverwertetem Metall, um sie ihren Frauen da zu schicken. Kommen wir da durch? Ja. Ich wollte es gerade sagen, dass wir ein bisschen zurückgehen. Nein! Dieses Drecks-MP-Feuer schon wieder. Ja, wenn man dann mit Z vorangeht, kommt der Anna Kasper. So, weiter geht's. Schnell. Das dritte Mal schon, dass ich hier. So, weiter. Oh, jetzt schon wieder in. Oh, das vierte Mal. Entweder liegt es daran, weil es noch früh morgens ist und ich noch nicht richtig wach bin, oder liegt es nicht wirklich daran, weil es so sakrisch schwer ist. So, weiter geht's. Boah, und schon wieder MG-Feuer. Boah, wir müssen unten entlang. Und ist er noch recht flott. Hilfe! Nein, das wollte ich jetzt nicht drücken. Ich sehe nichts. Oh, wir sind draußen. Überall Granaten und Gedöns und Zeug. Haben wir es überwunden? Sind wir raus aus dem Schlachtfeld? Beziehungsweise sind wir im feindlichen Gelände? Das war ja alles Niemandsland hier. Wir brauchen einen Wagen, glaube ich. Kann es sein? Nein! Der Nächste, der draufgegangen ist, um uns zu helfen. Beziehungsweise um uns zu retten. Oder Emil zu retten. Okay, wir sind nur noch zu zweit. Und jetzt? Fahren wir da runter? Oh. Das geht zwar vielleicht schnell runter. Das hat funktioniert. Himmel. Nee, oder? Ob Emil. Da laufen sie vorbei. An den Tod. Er lebt noch. Komm, Emil. Werf den Dreckshelm weg und geh in die Heimat. Ja, er schreit schon wieder zum nächsten Angriff. Der wird doch jetzt keinen erschießen wollen.
Jetzt ist Schluss. Der Hieb war tödlich. Die Nivelle-Offensive war ein Blutbad, ein Gemetzel. In den französischen Infanteriedivisionen brachen Meutereien aus und die Offensive wurde abgeblasen. Emil wurde mit den anderen Meuterern verhaftet und wartete auf das Militärtribunal. Das heißt im Regelfall Todesstrafe.